Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich möchte euch heute jetzt ein Rossmann-Haul abdrehen. Nicht wundern, in dem vorherigen Video habe ich euch schon mein Aufgebraucht-Video abgedreht. Also das gleiche Outfit, also nicht wundern, wenn das halt dasselbe ist. Aber ich habe jetzt gerade mal Zeit, deswegen habe ich mir gedacht, drehst du gleich beides hinterher ab. Und ja. Es sind einige Produkte mitgekommen bei Rossmann, mehrere Einkäufe und die möchte ich euch jetzt gern zeigen. Als erstes Toilettenpapier von Alouette, so ein schönes Winterdesign mit Frischeduft ist es geworden. Ich mag ja die bunten Toilettenpapiersorten halt lieber als die normalen. 8 Rollen sind hier drin, dreilagig und da kaufe ich auch immer etliches nach, je nachdem, was es halt so Neues gibt. Dann durfte mit von Naturebox ein Shampoo mit Aprikosenöl für glänzendes und weiches Haar. Das hat mich sehr angesprochen und zu dem Zeitpunkt, wo ich halt dort war, gab es halt auch Rabatt auf Naturebox. Ich glaube 50 Cent oder so oder 1 Euro. Und da habe ich mir jetzt einmal das mitgenommen. Und dazu passend noch ein Duschgel, aber mit kaltgepresstem Avocadoöl für sanfte Pflege und streiche zarte Haut. Sieht so aus, gibt es ja glaube ich 5 Sorten davon und die 2 durften auf jeden Fall mit. Kokos habe ich mir ja auch schon mal mitgenommen. Ich glaube, das war auch ein Duschgel oder so. Genau. So, dann habe ich mir mitgenommen, Limited Edition von Tee bei TTZ, meine Kuschelzeit, ein Pflegeschaumbad mit Bratapfel, Zimt und gebrannten Mandeln. Sah auch sehr hübsch aus und passend jetzt auch zum Winter, zur Weihnachtszeit und ja. So eine Badezusätze sind halt auch nicht verkehrt. Dann gibt es ja auch neue 3 Sorten von dem Fahr Shower Secrets. Und da habe ich jetzt eine Sorte mitgenommen von Yvonne Ferrer. Das Duschgel mit Kokosnusswasser und Jasminduft. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus. Gab es ja auch schon mal 3 Sorten davon, auch von verschiedenen YouTubern und so, Instagram-Influencer und so weiter. Aber ich habe jetzt das mitgenommen. Dann von Tahiti gibt es ja auch etliche Sorten an Duschgel. Und da habe ich mich jetzt entschieden für die Sorte Tiare Blüte. Sah auf jeden Fall sehr hübsch aus und bin schon gespannt drauf. Hatte ich jetzt noch nicht. Die Hauptmarke ist ja davon Palmolive. Dann gab es auch einen Aufsteller von Isana. Da gibt es ja auch jetzt Limited Editions an Duschgel und so weiter und da durfte jetzt das Duschgel mit Zeit für Erholung, pflegende Reinigung mit weißem Teeduft. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus und sehr entspannend und genau. Dann habe ich noch mitgenommen ein Deo Roll-On von Isana Soft Blossom mit sanft blumigen Duft. Oh, ohne Aluminium ist das. Einmal dieses und dann noch eins von Isana Deo Roll-On Minze und Limette, erfrischender Duft ohne Aluminium. Das ist eine Limited Edition gewesen. Ich glaube, das war entweder umsonst. Also eins, glaube ich, hatte ich umsonst gehabt von Isana. Oder halt preisreduziert. Irgendwie so war das jedenfalls. Dann gab es einen Aufsteller, verschiedene Geschenkartikel. Und da hatten sie jetzt von Trackimmune ein so ein Geschenkpaket. Da sind 4 Badezusätze drin. Einmal Lazy Chai Tea, The Dreamcatcher, Sweet Apple by Hacks und Warm Cinnamon Nights. Die 4 sind da drin, die finde ich ja super gut. Und deswegen habe ich gedacht, nimmst du ja auf jeden Fall das nochmal mit. Dann habe ich auch genau ein paar Badezusätze mitgenommen. Einmal von CD, das war jetzt auch neu, ein schäumendes Badesalz, reine Liebe, verwöhnt mit Beerenduft. So sieht das aus. Dann schäumendes Badesalz, auch von CD, Wintermagie, verzaubert mit weiße Blüten und Vanilleduft. Die beiden Sorten von CD auf jeden Fall. Dann durften auch ein paar Masken noch mit. Da habe ich einmal von The Beauty Mask Company einmal die Detox-Maske mitgenommen. Apfel und grüner Tee für strapazierte Haut. Das ist ja so eine Tuchmaske. Und die gefallen mir eigentlich sehr, sehr gut. Dann auch ein Favorit von mir, Schäbens Totes Meer Maske gegen Pickel und Mitesser. Das ist ja so ein großes Sachet, das nehme ich aber für 2 oder 3 Mal, je nachdem, wie viel halt ich verwende. Ja.
Ich mache dann immer halt so einen Bobbypin dann dran und dann hält das ein bisschen länger. Dann von Montagne Jeunesse also zweimal die Tuchmaske mit roter Tonerde. Ist für unglaubliche Tiefenreinigung und das finde ich auch immer sehr, sehr gut, weil ich habe auch oft unreine Haut und deswegen habe ich das gedacht, nimmst du das zweimal gleich mit. Dann für meinen Freund von Dusch Das Man ein Duschgel, Boost heißt das, mit langanhaltendem Duft, freigesetzt bei Berührung, Duft nach Zedernholz und Bergamotte, 2 in 1 Duschgel und Shampoo. Sah auch sehr ansprechend aus und finde ich, also ich finde so eine Tuben sehr, sehr gut. Gibt es ja von Duschas für Frauen auch schon etliche. Deswegen habe ich gedacht, ach, nimmst du für ihn auch mal was mit. Dann die zweite Sorte von Isana aus der Limited Edition. Cremedusche, Zeit für Gemütlichkeit, fliegende Reinigung mit dem Duft nach Vanille und Kaschmir. Auch sehr, sehr schön. Ist ja jetzt so ein Herbst-Winter Edition und gibt es ja, glaube ich, auch noch so ein Herbst. Also ein Winterduft, aber den habe ich jetzt glaube ich noch nicht mitgenommen. Nicht wundern, mein Magen hat eben geknurrt. Dann von Rubinlicht 18 Duftlichte Wohlfühlmoment. Die finde ich auch sehr, sehr hübsch und sehr, sehr gut vom Duft her. Deswegen durften die auch nochmal mit. Dann brauche ich ja auch immer so einen Duftsprüher und da habe ich jetzt von Airwick welche mitgenommen oder einen mitgenommen. In der Variante Seide und Lilienfrösche. Da kaufe ich wie gesagt ja auch immer etliche. Je nachdem, was mich halt gerade anspricht, nehme ich das halt mit. Dann von Schwarzkopf Biologie Deep Sea Extract Smoothing Shampoo for Frizzy Hair. Das ging aus dem Sortiment, da habe ich gedacht, nimmst du das einfach mal mit, mal ausprobieren, wie es halt so ist. Und ja, wenn das halt so teuer ist, dann wollte ich mir das halt nie kaufen. Und dadurch, dass es jetzt reduziert war, habe ich gedacht, ach, probierst du mal aus. Dann gibt es neu von Trekkemoon Fruity Pomegranate Bowl, die Duschcreme, die sieht so aus. Fand ich auch sehr ansprechend und kann man ja auch als Badezusatz mal nehmen, wenn man halt Schnauze voll hat davon, von dem Geruch oder so. Deswegen durfte das dann noch mit. Dann haben wir hier noch ein paar Produkte. Einmal das zweite davon von Trekkemoon, das die Duschcreme Funny Cola Sparkle. Fand ich auch sehr ansprechend. Mal gucken, wie ich das dann halt verwende. Ob ich das halt so verwende mal oder als Badezusatz, je nachdem. Dann von Airwick Life Sense ein Raumspray. Süße Winterzeit mit Winterapfel, Vanille und Zimtsterne. Es kommt ja jetzt der Winter und da brauche ich ja auch immer was zum Nachfüllen. Deswegen fand ich das gar nicht mal so schlecht. Dann von Rubinlicht Duftlichte Winterbeere. Die hatte ich jetzt noch nicht gehabt. Da bin ich mal gespannt drauf, wie die halt so sind. Wie der Duft mir halt gefällt. Also riechen die jetzt schon ganz angenehm. Dann habe ich hier noch etliche Masken. Dann haben wir die Tüte auch schon geschafft. Einmal von Isana Young eine Hydrogel Lace Look Maske. Ist limitiert. Mit Hyaluronsäure und mit schwarzem Spitzendesign. Gab es ja jetzt von DM, also Balea ja auch. Das mit Spitzendesign und die durfte auf jeden Fall mit. Wollte ich jetzt mal ausprobieren. Dann von Isana Young noch eine Hydrogel-Feuchtigkeitsmaske für intensive Feuchtigkeit, edel und goldig schimmern. So, für alle Hauttypen. Limited Edition. Aber das ist halt dann so eine goldene. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Wie gesagt, ich mag sehr, sehr gerne Tuchmasken und halt allgemein Masken, deswegen. Dann von Isana Limited Edition Rio de Janeiro Tuchmaske, Soforteffekt oder sofort frischer Kick. 24 Stunden Hydro Intensiveffekt mit Kupo und eine Butter, ich kann es nicht aussprechen, jeder Hauttyp auf jeden Fall. Dann die Berlin-Maske, Tuchmaske mit Hyaluronsäure für jeden Hauttypen. Und die dritte davon, die Barcelona-Maske. Die ist mit Avocadoöl auch jeder Hauttyp. So. Dann wollte ich mal wieder mitnehmen von Garnier Skin Active die Hydro-Bomb-Tuchmaske für trockene und sensible Haut. Diese.
Und die Hydrobaum-Tuchmaske für fahle Haut ist das. Das ist ja mit Sakura und Hyaluronextrakt. Genau. Die durften dann noch mit. Dann habe ich noch einen letzten Beutel und dann haben wir noch das auch schon wieder geschafft. Da habe ich auch noch etliche Geschenkartikel bzw. Geschenkpakete, die mich jetzt für mich selber interessiert haben. Und ja, da habe ich jetzt einmal mitgenommen von Tee bei Tete Sept Schaumparty. Da sind vier so eine kleinen Badezusätze drin. Einmal verwöhnende Auszeit, Zeit für Gemütlichkeit, Chill Out und Paradies für mich. Da bin ich schon gespannt drauf. Und fand ich sehr interessant, deswegen habe ich das mitgenommen. Und für einmal baden oder zweimal baden, denke ich mal, reicht das auf jeden Fall. Dann hatte mich auch sehr interessiert von Tete Sept Zeit für dich. Da sind drei Badezusätze drin: einmal Tiefenentspannung, orientalisches Hammambad und indisches Ayurveda-Bad. Diese reichen, denke ich mal, auch für einmal. Und ja, genau. Dann durfte noch mit aus der Limited Edition von Isana die Handcreme Zeit für Gemütlichkeit mit dem Duft von Vanille und Kaschmir. Handcreme brauche ich ja auch immer. Deswegen durfte das mit. Dann habe ich jetzt entdeckt noch von L'Oreal ein Zuckerscrub, klärendes Peeling. Das gefällt mir ja auch sehr, sehr gut. Das ist ja mit Kiwi-Extrakt und das ging aus dem Sortiment. Und deswegen habe ich gedacht, nimmst du das auf jeden Fall nochmal mit. Das benutze ich halt als Peeling und danach trage ich halt so ein Beauty-Capsule oder so auf für Feuchtigkeit oder keine Ahnung. Dann von Domol Farb- und Schmutzwangtücher, die dürfen wir auch nicht fehlen im Moment. Das ist ja wirklich bei jedem Einkauf eigentlich dabei, entweder bei DM oder bei Rossmann. Dann gab es einen Aufsteller von Nivea, da gibt es ja jetzt auch neu so eine Antitranspirant-Deos in der Variante Rose. Einmal das. Dann einmal noch in der Variante Cotton. Ich glaube, ich habe mir jetzt nur zwei mitgenommen. Ja, zwei mitgenommen, weil das dritte war, glaube ich, Zitrone oder so. Das spricht mich jetzt nicht so an. Dann von Isana ein Rasierschaum Himbeere und Jasmin mit Aloe Vera. Finde ich auch sehr schick, das Design. Und es wird immer besser, sage ich mal, was Isana jetzt daraus bringt. Früher hat mich das nicht so angesprochen, aber jetzt im Moment wird es immer besser, finde ich. Denn von Far Shower Secrets von Betty Taube ist das jetzt die Edition mit Pinke, Viola und Amberduft. Oh, super hübsch. Also, was sie sich da immer einfallen lassen, finde ich sehr, sehr gut. Und die dritte Variante war von Katharina Damm. Das Duschgel Blauer Lotus und Fräsienduft, auch von Shower Secrets. Genau. Gibt es ja immer drei davon. Letztes Jahr gab es ja auch drei, die verschiedene YouTuber, Instagramer, Influencer oder so weiter halt rausgebracht haben. Dann, was ich auch sehr interessant fand, ist von Duschdas das Badeöl oder die Badeessenz mit verwöhnender Kokosnuss. Ja, ist halt so ein Öl, ein bisschen dickflüssiger. Wird auch sehr pflegend sein, denke ich mal. Und da hatten sie jetzt diese Variante nur bei Rossmann. Vielleicht gibt es auch noch irgendwann mehr Varianten. Dann, was ich auch mal ausprobieren wollte, ist von Garnier, wahre Schätze, diese nährende Pflegecreme ohne auszuspülen für strapaziertes, brüschiges Haar. Das ist ja so eine Art Leave-In, was ich halt nach dem Haarewaschen reinmachen kann, wie eine Haarmilch oder so. Da wollte ich das dann halt mal ausprobieren, was halt so ein bisschen auch pflegender ist. Dann, was auch mir sehr, sehr gut gefällt, ist von Isana der Augen-Make-up-Entferner, ölhaltig. Der gefällt mir auch gut. Der war, glaube ich, auch gerade im Angebot. Halt, hier ist noch was drin. Achso, zweimal auf jeden Fall habe ich den mitgenommen, weil der mir richtig gut gefällt. Und als letztes von The Beauty Mask Company eine klärende und feuchtigkeitsspendende Tuchmaske mit Aktivkohle und grüner Tee. Das ist eine schwarze. Ja, die wollte ich halt auch mal ausprobieren. Und jetzt bin ich erstmal wieder versorgt mit Tuchmasken und so weiter. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!